damit moin moin zurück zu The Witcher 3. Ja, ihr seht, ich sehe schniege aus. Ich habe mir die Katzenausrüstung gegönnt. Komplett. Hab sie mir angefertigt und so weiter und so fort. Sieht schnieke aus. Und sportlich. Ja. So, wir sind hier vor Radovid, deiner komischen Möchtegern-Yacht. Dass das komfortabel sein soll, kann ich mir vorstellen. Egal. Wir werden jetzt ihm mal die Quest abgeben, dass wir Philippa ihr Versteck da auseinandergenommen haben. Bla, hast du nicht gesehen. Und dann gucken wir mal weiter. Also, auf wie geht's? Eingang. Wo jetzt? Wie jetzt? Was jetzt? Scheiße. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, bla, bla. König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich hau dir aufs Maul. Nein. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhardt selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Tschüss, du Arsch. Tja. Es ist, wie es ist, ne? So, gucken wir mal, was wir als nächstes für ein Blödsinn anstellen. Reise die Skelle, ein Poet in Nö. Das machen wir als nächstes, würde ich sagen, ne? Dann suchen wir mal. Wird das nicht mal auf die Reihe kriegen. Schnellreisepunkt bitte. Mal zu mir. Ich bin wieder völlig wirr durch die Gegend. So, zack. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir. Was macht denn am meisten Sinn? Mit sieben Katzen, naja. Da. So. Komm, kleine Pferdewurst, komm. Au. Pass doch auf. Wurde gerade gehauen. Lauf, Blätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Pferde mit Knoblauch. Lecker. Yum, yum. Schmeckt auch besonders gut gegrillt. Los. Die Pferdewurst vom Grill. Oh, lecker. Yummy. So, bin da. Wer noch? Huhu. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und aber? Ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber? Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben?
Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Oh Mann, bitte. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Entschuldigung, das war mein Kaffee. Könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Na dann. Sicher, spielen wir. So, den muss ich mir mal rüberholen. Irgendwie. Zack. So, zack. Gucken wir nochmal durch, was wir hier für einen Schwachsinn haben. Nö. Gegner ist am Zug, ne? Lass mich. So, erstmal Karten organisieren. So, schicken wir nochmal einen Spion vorbei. Jetzt eisen wir ihn mal ein. Zack. So, die Runde ist unser. So, jetzt nehmen wir das. Nehmen wir uns Krapult zurück. Mal sehen, was uns noch so entgegensetzen hat. Machen wir noch mal ein bisschen was raus.
Ja, ich würde mal sagen. Vernichtend geschlagen. So. Zack. Das war eine dumme Idee. Du warst diejenige, die spielen wollte. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. So viele. Das hat Aua gemacht. Hinterher, wa? Vorsicht! Da sind noch drei Arschlersichter! Ich hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Hier sind sie durchgeritten. Seh nicht. Da. Wie denn jetzt her? Dass man das so alles mit dem neuen Schwert alles machen kann, wa? Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Beruhige dich, Plätze. Das sind nur Bienen. Der Stein. Los, lauf! Mitten durch die Pampa? Hufspuren. Grüße von meiner Mama. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat.
Woher kommst du? Ja. Langsamer. Na, na. Riecht bekannt. Nuit de Beauclair. Rittersporn benutzt es eimerweise. Die Spur sollte eindeutig sein. Heya! Wo sind die denn hingeritten? Ja, mein Überschott. Gibt's ja gar nicht. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Sollte er sich denn besaufen? Mit den Hexenjägern? So blöd ist nicht mal er. Warum heißt er eigentlich Riesenwilli? Ich meine, er... Setz dich dahin, dahin, sag ich, und sei still. Schon gut, schon gut. Aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte festhalten? Sei still. Ich bin still, keine Sorge. Aber was ist mit den Halblingen? Ihnen kann man nicht trauen. Einmal habe ich gesehen, wie ein... Wenn Riesenwilli und über die Werkstatt gequasselt hat. Mit wem sollte er sich denn besaufen? Hey du, was zur Hölle ist hier los? Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Ach ja. Dann wollen wir mal. Irgendwo hier ist eine Kellertür. Ja, ist eine Kellertür. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie ein Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz bis Countenetten Hofe sein. Discount. Bitte, dich nennt doch jeder Rittersporn. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest... Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Wie? Nein, nein, weißt du, ich und mein Knebel, wir passen nicht. Stirb! Ah, stirb, verdammt! Ah!
Zeit. Ja, ja, halt doch mal die Klappe. Ich habe ein bisschen was zu tun, mal eben. Fününü. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Mhm. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Ui, ui. Links! Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Diesen Mann fest! Wer ist er denn? Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei.
Komm, Soltan. Wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Den Unsinn wird doch keiner lesen wollen. Ach, sag mal, ist dir was in die Hosen gekrochen und hat dich gebissen? Ich bin nur besorgt. Um wen denn? Ciri? Hab ein bisschen Vertrauen, Geralt. Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich. Ist tot. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Ach, das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs. Dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das ist neu. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafeil Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Ebteneit, Bundro Itne Iakus. Das sagt mir nichts. Mir noch weniger. Mist, das reicht einfach nicht. Hat Ciri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Bye bye. Na, was kommt nun? Nicht, aber eine Quest.
Ja, wir könnten demnächst mit Blatt und Wein hier anfangen. Aber was sollte er damit denn wollen? Sprechen wir nochmal mit den Jungs hier. Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Keine Ahnung, was ich mit diesem Bild soll, aber... Na gut, so. Das machen wir alles noch nicht, logischerweise. So. Ja, wir sind bei 31 Minuten. Das bedeutet, wir werden das hier erstmal beenden. Ich werde, glaube ich, gleich mal nach Novigrad zurückreiten, / den Schnellreisepunkt hier benutzen. Ich werde mal ein paar Nebenquests machen, damit wir die mal hinter uns haben. Auf die Schnelle. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und tschüss.